Ja, super eigentlich. Ja. Wir haben recht lange taktiert. Eigentlich wie in der letzten Runde probiert, das dritte den Rückstand nach vorne wettzumachen. Und dann ja, in der letzten Runde hat halt irgendeiner müssen die Entscheidung suchen. Und ja, ich bin der Erste. Und ja, ist super für mich. Ja. Wie schwierig ist jetzt die Strecke gewesen? Ja, ist eigentlich nicht schwierig. Es ist natürlich super, dass es so abgerechnet hat. Recht griffig gewesen. Und ja, schön, dass es so viel Kurvenlänge gehabt. Wie sieht es jetzt aus mit der Spannung, mit der Gesamtwertung gegen Schluss jetzt nächste Woche? Ja, ich denke, wenn ich ohne Defekt durchkomme nächste Woche, sollte ich ja, die Gesamtzeit gewinnen können. Und ja. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich wollte nur aufs Podest. Und das habe ich erreicht, meinen dritten Platz. Also bin ich zufrieden. Wie taktisch sind wir jetzt gefahren? Ja, wir sind eigentlich recht taktisch gefahren. Wir sind zu dritten. Wir sind eigentlich immer zu dritten gefahren. Und haben pro Runde knapp 30 Sekunden aufgeholt. Und bei 5 Runden ist es eigentlich perfekt aufgegangen. Wie sieht es jetzt für nächste Wochenende aus? Ja, nächstes Wochenende ist das letzte Rennen in Fischental. Und ich will sicher noch mal alles geben, ja. Und wie ist es gegangen? Ja, es ist echt sehr gut gegangen. Wir haben von Anfang an das dritte einen super Pace anschlagen. Wir haben von jeder Runde die Luft geholt auf die vor uns gestarteten Athleten. Ich bin zwar von Anfang an ziemlich am Anschlag gefahren, aber ich konnte es nicht teilen. Am Schluss hat es doch für einen Zweigesamtrang gelangt. Ja, im Finalrace, der EKZ Cup Fischertal, wird er sicher noch mal aufs Podest fahren. Und wenn sie den Gesamtwert auf das Podest gelangt, bin ich natürlich mehr als glücklich.